failed me for the last time. Star Wars läuft gerade. Zwei Tage sind die schon am Arbeiten, richtig am Arbeiten. Und es macht Spaß, zwischendurch mal Berichte zu sehen, wie die arbeiten, sehr spaßig arbeiten und haben neuen Look und so weiter. Sind alle ziemlich freudig bei der Arbeit. Finde ich toll. So, Star Wars gehört aber nicht uns. Star Wars gehört Disney. Und Disney will uns verwöhnen im Jahre 2019, weil im Jahr 2019 kommt die Convention. Jetzt im Moment haben wir jeden Samstag 4 Folgen von Rebels. Auf Disney-Kanal kann man sich das anschauen. Also für alle, die irgendwie Star Wars noch mögen. Da sind wir beim Thema. Wir sind jetzt hier nicht bei der Sendung. Die Sendung wird noch vorbereitet für August. Aber wir sind beim noch Star Wars. Star Wars ist nicht mehr so, wie es mal war. Ich verfolge das Ganze. Ich bin und bleibe der Urknall-Theoretiker. Ich habe was mit Wissenschaft zu tun und es macht auch richtig viel Spaß, hin und wieder mal in den Kosmos zu gehen und dann so ein bisschen sich das Ganze mal anzuschauen, was da so da oben passiert. Den Blutmond hatten wir und so weiter und so fort. Aber es geht ja weiterhin um Star Wars. Star Wars Universum und so weiter und so fort. So, wir haben 40.000, die sich aufgeregt haben. Wir haben 40.000, die zum Hass aufgerufen hatten. Der Mai, da ging es ja richtig zur Sache. April, Mai, Juni, da war richtig was los, die tobten richtig und so weiter. Jetzt in der Stille, in dieser richtigen Stille des heißen Sommers, den wir jetzt haben, 1904 hatten wir, 1540 hatten wir so einen Sommer, ja, 1968 hatten wir so einen Sommer, also freuen wir uns, dass wir mal wieder so einen schönen Sommer haben. Freuen wir uns auch, dass Star Wars weiterlebt und dass Star Wars weitergemacht wird und dass Disney sich bemüht. Disney bemüht sich mit Star Wars. So, meiner einer hat den Professor Haber damals gehabt und wurde dann in den Kosmos eingearbeitet und alles, was damit so zu tun hat und wie dann nachher auch Star Wars kam, hatte man auch mehr Sinn dafür. Naja, wenn man sich für den Kosmos interessiert, für die Planeten interessiert, wenn man sich dafür das Ganze interessiert, dann macht Sci-Fi schon ein bisschen Sinn. So, wir sind jetzt eine Konsumergesellschaft, nur Konsum. Das, was Herr Professor Haber da gemacht hat, vor der Kamera zu sitzen und uns da im Fernsehen erzählt, alles Mögliche, geht mal bei YouTube, gebt Professor Haber ein, dann wisst ihr, worüber ich gerade gesprochen habe. Über Star Wars, wie gesagt, kann ich nicht allzu viel mehr sagen, weil Star Wars gehört uns nicht. Star Wars wird uns vordiktiert. Das, was jetzt gelesen wurde, macht Spaß, das Leia und Mark Hamill als Luke und Carissian, also dass jetzt der große Abschluss kommt, ich gehe jetzt davon aus, nur eine persönliche Meinung, dass der Falken sozusagen Carissian zurückbekommt, ja, dass er so eine runde Schleife wird, von 1 bis 9, die sogenannte Skywalker-Saga abgeht. Vielleicht bringen sie ja nochmal als Highlight, was wir nicht wissen, Darth Vader da mit rein, weil der gehört ja da irgendwie noch zu. Man kann ja im Sci-Fi, im Science-Fiction kann man ja vieles machen. Man kann ja, Star Wars ist an sich ein Märchen, überhaupt kein Science-Fiction. Star Wars hat an sich gar nicht so mit Science-Fiction zu tun. Das ist alles etwas unlogisch. Gut, 8 hat uns ein bisschen auseinandergehauen, wenn man in die Tiefe geht. Wenn man sich nur, genau, wenn man einfach nur eintaucht und sich mal für 120 Minuten, ne, oder 140 Minuten mal abzuschalten von der wahren Welt, dann ist das okay. Aber wenn man die wahre Welt nimmt und Star Wars in die wahre Welt mit implantiert, weil man Sammler ist, weil man Verkäufer ist, ist klar, dann wird man sauer. Ich habe gerade hier noch gelesen, alles muss raus, alle Figuren da einen halben Preis. Es gibt manche Figuren für einen 5er, manche Figuren für 9 und manche für 12, die vorher 30, 40, 50 Euro gekostet haben. Das ist klar, dass die Leute sich dann aufregen, dass sie da stinksauer sind. Auch bei eBay Star Wars Figuren da regelrecht verramscht werden. Aber das hatten wir ja schon mal. Da hatte Kenner schon gestutzt, wie plötzlich die Figuren auf den Wühltischen 1979, 89 plötzlich lagen. Ja. Star Wars war der Hit. 77 ging dann aufwärts, die 4, 5 und 6, da war richtig was los, aber plötzlich lagen alle
Figuren von der Firma Kenner auf dem Wühltisch für wenig Geld und das war schon ein Schock. So, jetzt sind wir bei Disney und ich lese gerade hier, alles muss raus, alles muss raus. Der eine schreibt, ich habe 30 Euro dafür ausgegeben und jetzt 11,95. Das ist natürlich eine Sache. Ich kriege gerade eine Nachricht. Okay. So, sagen wir mal. Okay. Ja, wie gesagt, die modernste Anlage, das war, ne, ihr wisst, wer sich auskennt, ist die Samsung 3 Uhr. Rabau. So, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, aber ich unterbreche mal eben. Ich gebe mal eine Nachricht zurück. Ich habe zwar jetzt ein Smiley geschickt, aber ich unterhalte mich sehr gerne mit euch, auch live hier und auch via, was weiß ich hier, modernste Technik, aber einige Leute sind mir doch näher und gehe ich mal mit denen. Bin sehr ruhig heute, so ruhig wie der Sommer, denn der ist heiß, sehr, sehr heiß und auch pitchenass jetzt hier. So, über Star Wars kann man nichts Böses berichten. Ah, absolut nicht. Star Wars macht Spaß, aber ich muss sagen, ich würde persönlich mich auch freuen, wenn Pluto, sagen wir mal, wenn sie Pluto nehmen würden als Chewbacca und Donald Duck als Han Solo, irgendwie so spaßige Sachen machen. Also, ich möchte ja unterhalten werden. Also, ihr seht, ich habe mein gewisses Alter, ich möchte unterhalten werden. Ich habe keine Lust, mich zu echauffieren, bin auch kein Sammler. Ich habe Handel betrieben mit den Figuren und der Handel geht so langsam und die Figuren werden weiterhin genutzt für die Sendung. Wir werden die Sendung weiter durchziehen, jeden Monat etwas. Die August-Sendung kommt, weil sehr viel zu berichten ist. Noch einmal, uns muss man nicht bezahlen. Uns muss man auch kein Geld mitbringen. Ihr könnt natürlich mitmachen, richtig? Jeder von euch kann mitmachen. Muss also kein Geld mitbringen, aber sollte nur Sachverstand, Lust und Laune von der laufenden Kamera zu reden und sich auch wirklich über Star Wars auseinandersetzen, im Positiven wie im Negativen und auch eigene Sachen einfließen lassen. Dann ist er genau richtig hier. Wir sind also nicht hier so YouTube-Kanäle, die euch das Geld aus der Schublade ziehen, ja, dass ihr die unterstützt und der sitzt dann da vor der Kamera und redet da unheimlich schnell. Das seid ihr aber selber schuld, wenn ihr Geld mitbringt. Also seriöse Sender geben Geld oder kosten kein Geld. Aber da, wo ihr Geld mitbringt und das, wenn ihr das obendran noch sponsert. Aber wenn ihr solche Sendungen sponsert, dann sind die Sender meistens nicht seriös, weil es sind keine Norm-Leute, die vor der Kamera sind, sondern Vollprofis, die ein Equipment haben, mit denen die arbeiten. Und auch Monolog, Dialog, Prolog aufgeschrieben und dann vortragen. Unser einer denkt sich das aus, unser einer ist spontan, das wisst ihr. Wenn Kunde wird ausgemacht und all solche Sachen. Das sind diese Spontan-Videos, so wie jetzt. Jetzt wird noch einmal die 60er Jahre hochgejubelt. Professor Haber, einfach mal reingehen und gucken, wer uns geprägt hat. Professor Haber hat uns geprägt und die Schule hat uns geprägt, die Universität hat uns geprägt. Wir wurden also geprägt und sind nachher ausgebrochen, 1979 ausgebrochen in die Welt der Industrie, hat viel Spaß gemacht, wirklich sehr viel Spaß gemacht, besonders in London mit den Pixelvätern, Kingsoft, Virtusoft, EL Sports, ach wie die alle geheißen haben. Und ja, wir haben auch 1995 davon profitiert, dass Nintendo und Sega sich gestritten haben. Ne? Plötzlich hatten wir Nintendo, Sega. Und dann hatten wir Sony. Ja, Grüße, die Katalanen sind da. Internationales Publikum macht so viel Spaß. Das war Katalaner. Ein Katalaner, der sagte, es ist immer noch. Und der Präsident, der sich da jetzt in Katalanien, also in Spanien da, hat sich vereidigen lassen, ich habe das noch nicht so verfolgt, sagt er auch, der wollte keine Bibel und der wollte kein Kreuz. Hart, ne? Ist genauso wie bei Star Wars, wenn das nicht dies, nicht jenes ist, oh, ne? So ist das wahre Leben auch. So, das war so ein kleiner Unterbrecher hier. Ich, wie gesagt, international, wie gesagt, das war aus Katalanien,
Die andere junge Dame war aus Portugal. Die musste da einige Sachen machen. Ja, das war's dann. Ja, und jetzt sind wir wieder bei Star Wars. Merkt ihr, wie still alles ist? So ruhig, besonnen. Es ist Sommer, es ist sehr heiß. Ich merke gerade, dass ich meine Ventilatoren noch nicht anhabe, die ich aber gleich nach diesem beim Ende hier mache ich gleich die Ventilatoren an. Star Wars, Krieg der Sterne, 41 Jahre. Und jetzt zum Schluss, wo wirklich alles zu Ende geht. Also diese Skywalker-Saga. Anakin Skywalker, der die Macht im Gleichgewicht, Yoda, der gegangen, Obi-Wan, der gegangen, Qui-Gon Jinn, der gegangen, wow, alle gegangen, Hammer. Und dann die Zwischenparts, wie sie jung waren, Han Solo, wie er jung war, wie den Parsec, 12 Parsec. Wenn man das alles so besonnen sieht, sich diese Geschichten, die wir sehen auf Rebels, diese Geschichten, wie Resistance jetzt wird, weiß ich nicht. Das ist dann halt über einen Piloten, der dann in der Allianz da rumfliegen will. Dann die Old Republic, die Leute da, wie die rekrutiert wurden. Dann die Stormtrooper, dann die Clone Trooper, wie sich alles so. Ja, Clone Wars. Clone Wars kommt zurück. 7. Staffel. Lass uns überraschen. Also, ihr merkt, 2019 geht es richtig rund. Nicht nur zu Weihnachten, sondern auch schon davor. Ja, also Ende des Jahres kommt ja schon mal so ein Art Enemy. Dann wisst ihr, die Amerikaner haben sogar die Blu-ray. Darauf warte ich persönlich auch. Ich möchte alle Blu-rays haben von Rebels und dann anfangen zu gucken. Leider hat Netflix nichts, andere haben auch noch nichts. Und bei YouTube kostet halt immer 3 Euro pro Folge, das ist schon viel Geld. Dann lieber Blu-ray oder DVD kaufen und dann alle anschauen, ist es schon ein bisschen günstiger. Ja, Star Wars. Wie gesagt, das ist heute, ihr merkt schon, so ein ruhiges, weil ich bin auch ein bisschen nass, ist auch sehr warm. Ich merke, dass ich gar nicht so viel reden darf bei so einer Hitze, weil dann wird man sehr kopfmüde. Also achtet also ein bisschen auf euch. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen fesseln, also ein bisschen, dass ihr Lust habt zu schauen. Es geht, wie gesagt, um Star Wars, es geht um die Gruppe. Ist ziemlich ruhig, also ich sehe nur negativ. Also sauer, weil die Figuren verramscht werden. Ich bin Sammler. Ne? Also ist schon so eine gewisse Sache. Ich meine, also wir waren, 4 sind weg, macht's gut. Es waren 1100, jetzt sind wir 1096, also 4 sind weg, weil den Star Wars, das schöne Star Wars gefiel denen. Also wir haben ja sehr viele Nerds, die nur nörden. Solange wir Nerd mitmachen, sind sie da. Wenn wir sagen, Star Wars ist super, Star Wars macht Spaß, die Schauspieler haben Spaß, sind die Schauspieler sexy oder sind sie nicht sexy? Strahlen sie was aus oder strahlen sie was nicht aus? Bodega seine neuen Lockenhaare. Dann sind sie natürlich weg, das gefällt denen nicht. Die wollen ja nur Hass. Hass. Leute, ich mag keinen Hass, ich finde Hass wert. Ja. Also Hass bringt mir nichts. Und ja, lass uns mal überraschen. Wie gesagt, J.J. Abrams hat ja seinen iRobots, er hat ja seine eigene Firma. Er ist an sich, also J.J. Abrams sollte an sich weitermachen, weil er hat ja auch wie George Lucas eine eigene Firma und er könnte das an sich. Er könnte ja beides machen. Star Trek, Star Wars, könnte es auch zusammenfließen lassen. Ne? Morgen, hallo. Nicht nur Star Wars bröckelt, überall bröckelt. Die Kleinstunternehmer, gerade Friseur, gerade Metzger, meiner, wir sind Kleinstunternehmer. Nebenan ist sogar Idee und Spiel. Idee und Spiel waren mal über 15.000. Jetzt sind es 500. Zum Beispiel. So, er sagt auch, er hat einen riesen Laden, alle kommen rein. Oh, schön. Ach, was sie alles haben.
Nur der junge Mann hat nichts davon. Eltern verstorben, den Laden führen. Der Laden, den gibt es schon in dritter Generation. 100 Jahre haben wir diesen Märklin-Laden, der jetzt halt nicht mehr Märklin heißt, sondern halt Idee und Spiel. Idee und Spiel ist ein Verband von 15.000, jetzt 500. Und ja, irgendwann ist alles weg. Ihr wollt es so? Ich mache so lange meine Videoclips, ich mache so lange meinen Spaß, werde so lange Star Wars begleiten, solange es Star Wars gibt. Ich werde auch die anderen Sachen sicherlich, auch den Urknall werde ich weiter in der Theorie, die String-Theorie und die warmen Löcher, die braunen Löcher, die schwarzen Löcher, die weißen Löcher, das Ausdehnen, die Kühle, Moleküle, ihr wisst schon. Also das, worüber es lohnt, mal zu sinnen. Das Leben sinnen, wie das alles so zusammenhängt, die Internationalität, wie alles zusammenhängt, wie es Spaß macht, wie es zusammenhängt, was daraus wird. Der Blutmond zum Beispiel, der letzte Woche Freitag, das war schon eine Genialität, man war dabei. Man hat ihn erst gesehen, dunkel, richtig dunkel, nur ein Hall, ne? Man musste schon richtig, ey, da ist er, da ist er. Und nachher war er rot, und nachher war er weiß und um 12:30 stand er dann wieder über unserem Haus, so wie gewohnt, in voller Pracht. So ist auch Star Wars. Alles durcheinander, dann wieder okay, dann nicht okay. Aber Unterhaltung, das nennt man Unterhaltung. Und Unterhaltung macht Spaß. So, wie gesagt, ich läute euch jetzt ein. Ich freue mich, wenn ihr in die Sendung einschaufelt. Also wie gesagt, ihr könnt mitmachen. Ihr müsst nichts bezahlen. Ihr könnt euch selbst mitbringen. Ihr könnt euch selbst vorstellen. Ihr könnt die Sendung mit nach vorne treiben. Wir sind Star Wars Fans und so weiter. Ihr könnt auch bei Urknall, wenn ihr Nerd seid, wenn ihr Wissenschaft und so weiter, wir können uns wirklich über die gesamten Theorien uns unterhalten, auch über die String-Theorie oder schwarze Löcher, egal. Wir können uns auch in Hubble-Teleskop einklingen. Wir können auch hier in der Essener Sternwarte die Straße rauf, haben wir die Essener Sternwarte, können wir uns auch einklinken und mal Aufnahmen machen und sich darüber unterhalten, über den Sternenhimmel und so weiter. Wir haben gute Kameras, die den Sternenhimmel einfangen. Wir haben auch den roten Planeten und den Mond eingefangen. Das werden wir natürlich nicht so hinbekommen, weil wir nicht das hauptberuflich machen, haben wir natürlich auch nicht die Kamera exklusiv für so etwas, weil die eine ganz andere Aufbau, also die Kamera braucht einen komplett anderen Aufbau, um überhaupt Himmelssachen sehen zu können. So, vielleicht kaufen wir uns mal so ein Super-Teleskop, das wir dann an einen Computer anschließen können und mit einem Computer dann den Himmel und so weiter und so fort. Astrologie, Astronomie ist auch eine gute Geschichte, darüber kann man auch einen Doktortitel sich herholen. Wissenschaft ist gar nicht mal so schlecht. Also Wissenschaft und Politik hätte ich nie gedacht, dass man da einige Gelder kriegen kann für nichts und wieder nichts. Man kann sehr viel rumtüfteln und wenn das Militär das gut findet, kriegt man sogar Gelder von der Industrie, Waffenindustrie. Ist halt so. Jetzt war ich natürlich in Big Bang Theorie reingerutscht. So wie die da uns rüberkommen, sind das ja lustige Nerds. So, das war's. So ein Sommerloch, August. Heißer August, zu heißer August. Und wie gesagt, die Figuren fallen. Die liegen so um die 30 Euro mittlerweile. Also die allerneuesten Figuren kosten um die 30 Euro, sehen auch gar nicht mal so schlecht aus, wie der Jax 69284 Hasbro. Das ist die Han Solo Vesta Trooper Action Figur. Ja, Han Solo hat ja diese gewisse Uniform an. Also diese Figur kostet um die 30 Euro. Ob diese Figur nochmal teurer wird, weiß ich nicht. Ich sehe, dass die anderen Figuren, die mal richtig Geld gekostet haben, um die 100 Euro im Moment 51 oder 49 kosten. Also im Moment lohnt es sich, sagen wir Star Wars Figuren zu kaufen, weil die um die 50-70% billiger sind wie sonst. Ob die dann noch mal teurer werden, das weiß man natürlich nicht. Ja, das sind so Sachen. Ja, man kriegt sogar Corellia, Qui-Ra aus Han Solo Story als Force Link Modell sogar für 13 Euro. Hm? Force Link Modell, ihr wisst ja, den Armreif anschließen, dann quatscht die Figur. Wenn ihr Glück habt, spricht die Deutsch.
meistens aber Englisch. Ja, der ET E1260 Trilogy Nemesis S2, auch die Hälfte. Wie gesagt, als 30 cm Figur kostet sie auch 25 Euro, also alles normal. Ja, liebe Star Wars Fans, ich hoffe, ihr schaltet ein, wenn die richtige Sendung kommt. Jetzt habe ich nichts mehr zu sagen. Ist also nicht so viel los. Ist auch nicht so viel zu erzählen. Star Wars ist gespalten. Um Star Wars müssen wir uns keine Gedanken machen. In 17 Monaten ist es soweit. Wir drehen fleißig, haben Spaß. Ja, ich werde jetzt mal eintauchen und dann in der Sendung mit meinem R2D2 werde ich dann euch berichten über Star Wars. Ja, Star Wars. You have failed me for the last time.